Die Arbeiten an der Tauberphilharmonie in Weikersheim sind voll im Zeitplan und auch im Kostenrahmen. Am 13. Juli findet die Eröffnung statt. Nur wenige Tage später schon das erste von insgesamt 18 Konzerten und Veranstaltungen, die bis Ende September feststehen. Intendant Johannes Mnich ist seit dem 1. Mai 2018 im Amt und damit federführend verantwortlich für die Nutzung und Auslastung dieses kulturellen Zentrums. Na, der erste Eindruck ist wahnsinnig positiv. Der ganze Eröffnungssommer, wo wir das Programm ja jetzt gerade veröffentlicht haben, was jetzt auch gedruckt vorliegt, steht ja unter dem Gedanken einer Verbindung von Weikersheim mit der Region. Deswegen gibt es eben genau 18 Konzerte, weil es eben 18 Kommunen im Main-Tauber-Kreis gibt. Und es ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass jede einzelne dieser Kommunen eine Patenschaft für eines der Konzerte hier übernommen hat. Das heißt, es gibt sehr viel Verständnis und auch sehr viel Begeisterung und guten Willen dafür zu sehen, dass hier in einer Stadt, die ohnehin schon seit Jahrzehnten kulturell und musikalisch geprägt ist, jetzt eben etwas entsteht, was es so in Deutschland wahrscheinlich sowieso noch nicht gibt und was dann wirklich nicht nur in Weikersheim, sondern für die ganze Region und auch darüber hinaus abstrahlen kann. Also ich bin sehr, sehr glücklich, wie das Ganze anläuft. Wir haben einen Förderkreis gegründet, der innerhalb von kürzester Zeit über 150 Mitglieder bekommen hat, die das ganze Projekt tragen. Da sind nicht nur Weikersheimer dabei, sondern eben auch Leute aus der Region, aus den anderen Städten. Und wenn ich sehe, wie viele E-Mails ich auch jetzt von den Beteiligten an diesen Patenkonzerten-Projekt bekomme, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass hier was wirklich Einzigartiges passiert. Der Eigenanteil der Stadt Weikersheim an den Baukosten beträgt dank hoher Förderungen nur 4,1 Millionen Euro. In der Diskussion stehen derzeit eher die betrieblichen Folgekosten für den regelmäßigen Unterhalt der Halle. Dieser sogenannte Abmangel ist mit 271.000 Euro im ersten Jahr eingeplant. Der gesamte Kulturetat ist für 2019 in Weikersheim mit 770.000 Euro veranschlagt, bei einem Haushaltsvolumen von insgesamt rund 18 Millionen Euro. Es ist klar, dass ein Hallenbad, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser oder jegliche Halle ein Abmangel immer im Haushalt hinterlassen. Deswegen sagt man aber nicht, ich gehe nicht schwimmen, deswegen schließe ich die Hallenbäder, oder ich habe kein Kind im Kindergarten, deswegen schließe ich die Hallenbäder. So funktioniert Kommune eben nicht. Aus diesem Grund war es uns auch extrem wichtig, schon im Vorfeld zu schauen und uns mit Fachleuten auszutauschen, die uns Rückmeldung gegeben haben zu dem bestehenden Abmangel, den eine Halle eben auch dann generiert. Sie haben im Vorfeld, wir haben in vielen Klausurtagungen haben uns damit auseinandergesetzt und die Fachleute haben uns bestätigt, dass dieser Abmangel, den diese Halle eben auch haben wird, so in Ordnung ist. Das Haus ist jetzt fast fertig gebaut. Ich glaube, der Fokus des Gemeinderates und des Verwaltungsrates liegt jetzt darauf, den Abmangel entsprechend den Planungen zu begrenzen. Und ich bin sicher, letztendlich bei einem Haushaltsvolumen von Weikersheim im Jahr 2019 in Höhe von 18 Millionen, dass wir den Abmangel in Höhe der Planungen letztendlich auch schultern können in Weikersheim. Der Abmangel ist momentan nur ein Teil des Abmangels, der auf die Stadt Weikersheim zukommen wird, da wir momentan von einem halben Jahr Spielbetrieb ausgehen und wir haben die Kosten für die Instandhaltung und die Abschreibung noch gar nicht mit berücksichtigt. Also ich kenne auch die Aussage von Herrn Kornberger in dem Zeitungsartikel vom Herrn Michael Weber-Schwarz, in dem er sagt 300.000 Euro, da wird dann ein Deckel drauf gemacht. Nur ich frage mich wirklich, wie das funktioniert. Soll, weil momentan geht man davon aus, dass diese Halle mit 90% Auslastung agieren wird. Das heißt, die Künstler, die von außen kommen, sollen zu 90% ihre Tickets verkaufen. Umgekehrt haben wir momentan auch Künstler dabei, die noch gar keine Honorarforderungen stellen. Und dementsprechend ist natürlich der Abmangel für 2019 relativ niedrig gerechnet. Ein bisschen gefällt mir dieser Pessimismus nicht, dass von vornherein gesagt wird, na, das kann sowieso nichts werden und das kostet so viel Abmangel. Das ist im Vergleich zu anderen Projekten wirklich ein stemmbarer Abmangel, ein überschaubarer Abmangel. Da sind auch die üblichen Puffer eingebaut, dass man vielleicht an den einen oder anderen Stellschrauben noch was machen kann. Und ich bin einfach sehr, sehr guter Dinge, dass wir hier ein derartiges Alleinstellungsmerkmal bekommen mit dem Saal, mit all seinen Veranstaltungen, mit all seiner Vielfalt, mit der herausragenden Akustik und nicht zuletzt durch diese Belegung von der Jeunesse Musicale, die natürlich eine Riesenrolle für Weikersheim spielen und diesen Ort nicht nur regional, sondern national und international bekannt machen, dass wir da einfach eine riesige Chance haben, mit diesem Projekt einfach für Furore zu sorgen. Die Jeunesse Musicale Deutschland soll rund die Hälfte der Betreibertage belegen. Für alle Veranstaltungen ist der Neubau allerdings nicht gedacht und auch nicht geeignet, weshalb bei Kritikern schon die Rede von einer Zweiklassengesellschaft ist.
Der Begriff Zweiklassengesellschaft ist unangebracht für Weigersheim und trägt einfach zur Verunsicherung und zur Polarisierung letztendlich von Weigersheim bei. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal abwarten, bis die Halle ein Jahr in Betrieb ist und dann können wir Kassensturz ziehen. Und ich glaube, das wird eine gute Sache für alle Weigersheimer Bürger. Dann muss man immer schauen, was gibt es hier vor Ort? Was gilt es weiterzuentwickeln und wo haben wir auch noch ein Defizit? Wo müssen wir investieren? Und hier galt es einfach auch für die Jeunesse Musicale, um sie hier zu halten und nicht abwandern zu lassen, eine gute Halle zu schaffen, die sowohl für ihre Belange geeignet ist, nämlich für die Konzerte, als auch für die Bürger, die hier sehr gut und wunderbar schön feiern können. Ich finde das sehr, sehr schrecklich, also dass das überhaupt jetzt so aufgekommen ist. Doch ich muss feststellen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger doch sehr wohl immer daran geglaubt haben, dass hier eine Halle für alle entstehen soll. Und jetzt müssen sie feststellen, dass viele Veranstaltungen, sei es die Faschingsfete oder die Schwarzlichtparty, gar nicht in dieser Halle stattfinden sollen und können. Gegen diesen Begriff der Zweiklassengesellschaft verwehre ich mich ganz entschieden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, aufgrund von welchen Halbweisheiten oder Halbinformationen der überhaupt die Runde gemacht hat. Fest steht, das wird man auch sehen, wenn man das Programm anschaut, die Tauberphilharmonie ist ein Haus für alle. Sie ist aber kein Haus für alles. Und wenn darüber diskutiert wird, dass da eben keine Feiern angeblich stattfinden können, dann stimmt es schlichtweg nicht. Wir haben Sommerball im Programm, wir haben eine Techno-Marching-Band im Programm. Es wird dort genauso Feiern, Jubiläen und alles weitere geben wie geplant und wie auch immer angedacht. Wenn man jetzt natürlich darüber nachdenkt, Turnschuhveranstaltungen, Veranstaltungen mit massiven Beanspruchungen der Böden oder was auch immer da drin zu machen, dann muss man auch sagen, dafür gibt es hier im Kreis und auch in Weikersheim bewährte und gute Orte, die ich damit auch nicht sabotieren oder irgendwie in Konkurrenz gehen möchte, wo man aber auch sagen muss, das ist ein architektonisches Highlight. Da drin kann eben nicht alles stattfinden. Und ich möchte also wirklich mich diesen Begriff möchte ich klipp und klar ablehnen. Das kann, glaube ich, auch keiner halten, wenn er mit mir darüber ins Gespräch geht oder wenn er sich das Programm wirklich ernsthaft anschaut, was wir da machen. Wie gesagt, ein Haus für alle, aber eben nicht für alles. Es ist ein heißes Thema in Weikersheim. Das zeigen schon die zahlreichen Leserbriefe der letzten Wochen in den fränkischen Nachrichten. Bürgermeister Klaus Kornberger stand für ein Interview übrigens nicht zur Verfügung.